Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich mir wieder was ganz Besonderes für euch rausgesucht. Nämlich habe ich mal ein bisschen in den Replays gestöbert und geguckt, was es da schon so zu den neuen leichten Panzer, die ja mit dem nächsten Patch eingeführt werden, so gibt. Und da habe ich euch hier natürlich nicht vorenthalten können, den Rheinmetall-Panzerwagen. In dem Fall Jurik 777, irgendwie russischer Server halt. Kates Erlenberg, und wir sehen auch direkt schon mal, wie verdammt schnell das ganze Gerät ist. Das ist schon ganz besonders. Auch der Mechanismus der Kanone ist sehr spannend, weil das praktisch hier so rausfährt. Ist super cool gemacht. Natürlich ist für den einen oder anderen draußen auch noch wichtig, wie der Durchschlag ist. Der ist nämlich mit 242 sehr ordentlich. Dann gibt es noch HE. Sehr schön getroffen. Und dann auch noch die klassischen HE mit 120 Durchschlag, dafür aber 440 Schaden. Also da ist für alle was dabei. Schöner Treffer und schöner Kill. Auf den Sheridan ebenfalls ein neuer Panzer. Und was eben das Besondere an den neuen Tier 10 leichten Panzer ist, dass die einfach wahnsinnig gut auf Geschwindigkeit kommen. Sind auch von der Kampfkraft deutlich den Pendants auf ihren 8er ehemaligen Höchstgefährten so gesehen überlegen. Also da kann der schon richtig was. Und wir sehen auch unten in der Leiste ganz schön die neuen Premium-Verbrauchsgüter. Hier mit dem Erste-Hilfe-Kasten und natürlich auch der großen Reparaturkiste mit den 90 Sekunden Cooldown. Auch das ist eben das Besondere, dass man da ja jetzt das im Kampf so oft wie man will auch nutzen kann. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nur dann halt diese 90 Sekunden in dem Fall Nachladezeit hat. Oder Cooldown ist es sinnvollerweise ausgedrückt. Aber wir sehen schon, ja, Schaden kann er machen und auch aufdecken, spotten geht phänomenal. Und sind wir auch mal ehrlich, das Ding ist auch einfach ein schönes Gerät. Also, der hat durchaus seinen Style mit dieser Kanone. Finde ich ganz, ganz cool. Also, ist eine der geilsten Kanonenmechaniken für mich, die es jetzt bei World of Tanks gibt. So rein vom Turmdesign. So, Jagdpanzer auf E100. Direkt unten die untere Frontplatte, da kommt man gut durch. Zwischenzeitlich sehen wir auch immer mal wieder die Arti reinschießen. Interessant, was da der Jagdpanzer jetzt machen will. Jetzt kann er seitlich drauf schießen. Prallt er allerdings ab. Hat aber so ausgesehen, als ob das nicht unbedingt gewollt war. Wie gesagt, zwischendrin, wenn ihr mal über den Panzern so Symbole seht, dann sieht man, dass diese Stun-Mechanik der Artis eben gut zum Tragen kommt. Aber jetzt hier in dem Moment gibt es leider keine Studie, wo ich es euch zeigen kann. Aber wir achten drauf und haben es auch da, sieht man es jetzt ganz gut, an dem T-100. Der ist jetzt für 16 Sekunden gestunt. Das heißt, irgendwas ist betäubt, irgendwas ist nicht mehr so wirklich am Laufen. Der T-100LT hier ebenfalls ein neuer Zehner. Und eben auch natürlich jetzt das Schöne bei den Artis. One-Shots sind so nicht mehr möglich, zumindest auf schweren und mittleren Panzern. Man darf aber natürlich bei den leichten Panzern sich da nicht zu sicher fühlen, weil da gibt es immer noch viel Schaden rein. Und jetzt auch was man sieht bei den neuen leichten Panzern. Die Fähigkeit, hügelschnell einzunehmen, ist wahnsinnig gut. Also die sind verdammt agil. Also auch da muss man aufpassen, weil ab und an können die da wirklich Hügel hochkommen, den man so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass er da hochkommt. Schön gewendet hat er hier, super gemacht. Den TVP ordentlich ausgetanzt sozusagen. So, und jetzt wurde auf einmal der Jäger zum Gejagten. Schön gespielt. Also wie gesagt, da das Thema Hillclimbing-Fähigkeiten bei allen neuen 10er TDs müsst ihr da echt aufpassen. Weil die können irgendwo auf einmal auftauchen, wo ihr sie vielleicht gar nicht auf dem Zettel hattet.
Und da gehen jetzt die Artis auf. Und da sieht man es auch wieder schön, den Stun. Und da hätte er den einfach rammen können, aber sei es drum, war eine schöne Runde. Der TVP hat ihm dann nochmal eine gegeben, aber sei es drum. 5189 Schaden, 4373 und das in gerade mal 5 Minuten. Also wir sehen, die neuen leichten Panzer bringen hier ordentlich Schwung ins Spiel. Und ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut rübergebracht und es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.